Hallo, viele von euch sind schon in Urlaub gefahren, andere bereiten gerade ihren Urlaub vor, packen die Koffer und bei mir sieht es ganz anders aus. Ich bereite auch was vor, aber keinen Urlaub, sondern zwei spannende Events. Eins im August und eins im September. Und davon wollte ich euch so ein bisschen erzählen, jedenfalls denjenigen, die hier sind. Und die vielleicht noch nicht so richtig wissen, was sie machen möchten. Da gibt es doch eine ganze Menge Schönes, was ich anzubieten habe. Das erste Event findet am 22. August statt. Es ist schon ein paar Mal von mir angekündigt worden. Ich möchte jetzt noch mal persönlich hier erzählen. Das ist ein Astrologietag mit Astrologie und Kunst. Findet am 22. August in der Dreikönigin-Kirche in Rondorf statt. Das ist eine Veranstaltungskirche. Da finden keine Gottesdienste mehr statt, sondern Veranstaltungen aller Art. Da wird gesungen, dann gibt es Konzerte, dann gibt es Kunstausstellungen und eben auch Vorträge oder auch Theaterevents. Es ist eine schöne Kirche. Ausgesprochen, ja, so aus Rondorf, wenn man in Rondorf ist, sieht man diese Kirche, sie fällt auf, sie ist in rotem Stein und sie wird bewohnt von einer ganzen Dynastie von Architekten. Und unter anderem arbeiten die nicht nur dort, die haben auch ihre Wohnungen und ihr Büro dort, sondern sie veranstalten eben auch einiges. Und vor 17 Monaten sollte das schon mal stattfinden, dieses Event. Jetzt haben wir es verschieben müssen wegen Corona. Nun ist es wieder möglich und da es nun wieder möglich ist, schlagen wir sofort zu. Also, wir haben es dazu noch erweitert. Was euch erwartet, ist ein ganzer Tag mit spannenden Dingen. Also, wer sich für Astrologie oder für Kunst interessiert, beide Menschenarten, die sich sowohl für das eine wie das andere interessieren oder sogar für beides, der wird echt auf seine Kosten kommen. Es fängt am Vormittag an mit einem Vortrag von mir, einem Einführungsvortrag. Und zwar, damit man den zweiten Vortrag versteht, mache ich eine kleine Einführung in die Grundlagen der Astrologie und der Horoskopzeichnung. Das ist sozusagen der Appetizer. Aber da ist noch mehr als Appetizer. Ihr werdet in einen Raum kommen, der voller Bilder ist. Ich habe ganz viele astrologische Bilder gemalt. Ich habe die Tierkreiszeichen und die vier Elemente als große Acrylbilder gemalt. Und die Kirche wird also prangen in meinen Bildern. Und es wird ganz hinten in der Kirche, also da, wo ihr direkt reinkommt und drauf schaut, eine Wand geben mit 50 Horoskopen von 50 berühmten Personen aus den letzten 500 Jahren. Also angefangen bei Leonardo da Vinci und das letzte Horoskop ist dann von Barack Obama. Und die werden dort nebeneinander hängen und werden wahrscheinlich sehr beeindruckend sein. Ich habe jetzt heute auch in den letzten 2 Tagen Kurzbiografien geschrieben zu den 50 Menschen, die dann auch dort zu lesen sein werden. Das ist dann auch was für die Pause zum Beispiel. Wir werden nach dem ersten Vortrag natürlich eine kleine Pause machen. Und nach der kleinen Pause geht es weiter mit einem Vortrag, den ich schon oft und in vielen Ländern auch halten durfte, über die Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Bildhauerin und eine unglaublich interessante Frau. Es ist ein Vortrag über ihr Leben, über ihr künstlerisches Schaffen und selbstverständlich auch über ihr Horoskop. Und am Ende erwartet euch noch eine kleine Überraschung. Es wird eine Auktion meiner Bilder geben. Wir werden noch, wir hecken gerade aus, dass wir den Großteil des Erlöses spenden werden und eigentlich nur einen Teil für uns behalten. Und der Eintritt ist kostenlos, es werden allerdings Spenden angenommen. Und es wird ein sicher ganz toller, toller Tag. Das zweite Event, das findet dann im September statt und da werde ich euch im nächsten kurzen Video darüber berichten.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr seht, ich schwimme hier in Arbeit und es macht wahnsinnig Spaß. Alles Liebe, bis bald und bis zum nächsten Vortrag über das Event Nummer 2. Nur schon so viel verrate ich. Der Titel wird sein, den Drachen umarmen, die Angst verstehen. Alles Liebe, bis bald.